Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, der Redakteur meldet sich, wir müssen über die nächste Zeitung schauen. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Okay, Krieg erklärt. Das gibt's hier nochmal als minus 5. Dann haben wir hier aber Gesellschaft siedelt in Tropen, weil wir den Kontor, das Kontor gebaut haben. Den Kontor, das Kontor, das Kontor. Und da gibt's mal plus 5 Zufriedenheit. Das heißt, die beiden heben sich auf. Ist ein bisschen schade natürlich, aber ist okay. Und hier minus 5% Aufstandswahrscheinlichkeit. Das nehmen wir immer gerne. Wir veröffentlichen das genauso. Oh, schau mal die Texturen. Die mussten jetzt alle nachladen. Okay, wichtig ist, wir haben eine positive Bilanz. Wir haben ein bisschen Geld auf der hohen Kante und können jetzt weiterbauen. Momentan haben wir 2 Fensterfabriken. Wir könnten bis zu 4 Fensterfabriken unterhalten. Da, ja, nochmal gezeigt hier beim Material Fensterfabrik. Eine Quarzgrube braucht 30 Sekunden, das heißt, Verhältnis von hier zu hier ist 1 zu 1. Wir haben 2, das heißt, wir produzieren alle 15 Sekunden ein Glas. Schiff unter Beschuss. Und wir brauchen nur alle... Oh, meine Güte, aber ist es eh hier. Und wir brauchen alle eine Minute. Oh, jetzt wird's aber kritisch hier. Da können wir uns noch nicht verteidigen gegen. Wir werden die Waffen strecken, sobald sie einem fehlen. Das Schiff verlieren wir. Das ist so gut wie sicher. Ja, das Schiff geht gleich unter. Das ist auch gleich weg. Ist nicht ihr Glückstag. Geht's, aber wir laufen langsam. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, okay, das Schiff ist auch hinüber. Wenn wir noch einmal feuern, kriegen wir vielleicht dieses Schiff noch platt. Jawohl. Ah, schade, bitte noch einmal. Wurde zerstört. Jawohl. Nein, schade. Der Hafen wird angegriffen. Noch einmal. Ja! So, haben wir die dicke Fregatte auf jeden Fall erledigt. So, jetzt haben wir hier aber jede Menge Kram liegen. Du bist mir doch ein wenig zu aufgeweckt. Wir müssen Folgendes machen, nämlich neue Schiffe bauen. Und ja, hier die Besiedlung dieser Welt muss auch noch ein bisschen warten, ehrlich gesagt. Wir sind in der alten Welt einfach noch nicht weit genug, finde ich. Und wir brauchen dringend mehr Schiffe. Wir bauen jetzt mal... Haben wir eigentlich eine Kanonengießerei? Wie war das nochmal? ja, klar, haben wir hier oben gebaut, ne? Da ist die Kanonengießerei. Die geht nicht mal mehr zu. Das heißt, wir bauen ein paar Fregatten haben 15 Kanonen an Bord, die Kanonenboote nur 7. Eigentlich sind die Fregatten besser. Ja. Können uns nur 1 leisten momentan, weil wir nicht genug Bretter haben. So, die Bretterproduktion auch noch mal ein bisschen ankurbeln. Jetzt haben wir zu wenig Arbeiter, weil hier werden die natürlich immer nur dann... Ein Krieg ausgebrochen. So. Machen wir mal kurz den Arbeitskräfteauftrag, dann werden die aus anderen Gebäuden abgezogen und fehlen hier nicht. Jetzt müssen wir aber generell vielleicht mal noch ein paar Gebäude aufwerten. So. Lass uns doch mal wieder treffen. Okay. Jetzt passt es auch wieder mit den Arbeitskräften. Und war natürlich noch nicht alles. Mehr Bretter wollten wir machen. Jetzt haben wir hier schon einen Wald. Leider ist das Verhältnis hier 1 zu 1 und diese Bretter werden hier für die Produktion der Fenster gebraucht. Aber wir haben halt eben eine leichte Überproduktion. Trotzdem können wir das nicht hier machen. Ich baue hier noch einen weiteren Holzfäller rein. Nach Blaupausenmodus aus und ein weiteres Sägewerk.
Okay, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr Bretter. Oh, Moment. Warnungen. Ja, das sind die zerstörten Schiffe. Wirklich sehr ärgerlich. Gute Schiffe verloren. Was fehlt denn jetzt? Ach, immer noch Bretter. Ja gut, komm. Wir schrauben die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Da kommen jetzt gleich neue Bretter. 40 brauchen wir für die nächste. 37, 42, so. Geschwindigkeit wieder runter. Dann haben wir zwei Fregatten in Auftrag gegeben. Die hätte ich gerne hierher. Schoner steht bereit. Tja, der Schoner ist nur für Transport gut. Den habe ich gebaut für weitere Handelsrouten, aber im Moment brauchen wir den noch nicht. Die gleichen Zimmernachbarn wie letzte Saison. Okay, da ist das Einkommen von Besuchern. Also wird niemand diese Qualen lindern. Ich dachte, das hätten wir geschafft. Das ist in der letzten Folge gewesen. Da hat sich ein Handwerker gemeldet, der wollte, dass wir Bauern finden, bei denen er leben kann. Daraufhin hatten wir Traktoren angeklickt bei Kathedralen und Wirtshäusern. Und dann hat er sich auch gemeldet, dass das erledigt ist. Halt doch mal den Mund. So, aber das scheint jetzt doch nicht erledigt gewesen zu sein. Scheinbar. Komisch. So. Jetzt fehlen uns wieder Leute. 75, 75, 75. Ja. War klar. Die Frage ist ja, ob wir irgendwo nochmal so ein paar Items kriegen, um die Handelskammer besser zu machen. Schauen wir mal. Wenn du etwas Ausgefallenes suchst, sei auch bereit, seinen Preis zu bezahlen. Attraktivität. Museum. Alles für Zoo und Museum hier. Ich wollte gerade ein wenig durchlüften. Leider auch nichts dabei. Was ist denn das hier eigentlich? Sehen Sie? Ich fertige gerade einige Schnitzereien an. Eine Fregatte. Die gesamte königliche Familie im Stile eines sommerlichen Ausritts. Ein Geschenk für Ihre Majestät. Aber verraten Sie nichts. 21.500 kostet das. Es ist eine Fregatte. Ich bin geneigt, das zu kaufen, weil wir so eine gute Bilanz haben. Aber wisst ihr was? Ich mach's nicht. Oh, Nonsens. Wir können... Toleranz, Sympathie. Können ja jederzeit wieder zurückkommen. Da ist auch noch ein Schiff, das ist... Mit dem Sieg auch eine Fregatte, okay. Gut, also... Leider keine Items, die wir gebrauchen können gerade. Schade, es wäre schön gewesen. Was es alles gibt. So. Vom Stapel gelaufen. Da ist die erste Fregatte fertig. Die alte Dame ist Verlass. Und die zweite folgt sogleich. Und wir bauen direkt noch eine dritte. Neue Befehle, Admiral. Und die werden wir dann alle in die neue Welt schicken. Zur Sicherung unserer Außengrenzen. Ja. Was haben wir hier für ein Problem? Gerade nicht genug Arbeitskraft. Ein zweites. Da wollen wir hier was tun. So, minus 7. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Stadt, neuer Stadtstatus. Eine originelle Stadt sind wir.
Wir haben halt so viele Bauern. Okay, das reicht erstmal. Und dann können wir jetzt auch schon den rumbauen und bald die Pelzmäntel. Aber wir haben noch nicht mal die Fleischkonserven. Wie gesagt, wir warten noch. Beziehungsweise, das stimmt gar nicht. Wir haben ja die erste Konservenfabrik fertig. Da schauen wir jetzt mal rein eben. Ich träume von mehr. Das ist schon mal gut. Das nächste wären halt Nähmaschinen und Schulen. Die Schulen stehen. Nehmen wir, das ist die Polizeiwache. Wo steht nochmal die Schule? Wir haben noch gar keine Schule gebaut, um Gottes Willen. Schiff vom Stapel gelaufen. Handelskammer, Polizeiwache. Also hier ist die Schule. Doch, wir haben wohl schon Schulen. Nee, haben wir nicht. Ja, dann wird's ja höchste Zeit. Dann wird's ja höchste Zeit. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Baugelände blockiert. Was ist? Oh, da ist noch ein kleiner Park. So, jetzt haben wir eine Schule. Wir hatten doch schon eine. Sagt mal, Leute. Da ist doch schon eine. Oh Mann, jetzt habe ich... Schiff unter Beschuss. Oh, jetzt werden wir hier angegriffen. Wo? Wo ist das? Neue Ziele? Wo ist der Feind? Sie mag hübsch aussehen. Also das Schiff war vielleicht kurz unter Beschuss, aber wo? Jedes Schiff braucht ein festes Ruder. Verstehe ich nicht. Schiff vom Stapel gelaufen. So, Flotte. In Gruppe. Laufen, Koordinaten an. Kann ich die denn jetzt gruppieren? Stillgestanden, der Admiral. Ich glaube nicht, ne? Hi. So, aber die müssen wir jetzt rüberfahren zur alten Welt. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Das habe ich noch nicht gemacht. Wie kriegen wir diese Schiffe? Ah ja. Hier ist der Button. Ihrem Schiff befehlen, sich in eine andere Region zu begeben, und zwar in die neue Welt. Und da fahren sie schon. Kriegen bestimmt eine Info, und wir bauen aber noch zwei weitere. Eine können wir momentan nur. Zwei. So. Flaggschiff steht zu Diensten. Auf Kurs halten. Vielleicht können wir jetzt mal den Kram abladen hier. Fast komplett. Eine Seife noch. Haltet sie auf Kurs! Gewonnene Units. Was? Goldgräber. Toll. Ich habe Units bekommen. Ah, Uplay. Muss das sein. Überflüssig wie ein Kropf sowas. Aber gut. Ein letzter Blick. Eine Zeitung, und wir haben nur positive Dinge. Spiegel vor und sucht nach der Wahrheit. In Zeitungen schreibt man, was verlangt wird. Das gefällt mir gut. Keine Änderung. Da ist eine Aufgabe. Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Haben Sie mein Vieh gesehen? Die planen doch etwas. Ich weiß, man hält mich schon für verrückt, aber ich schwöre Ihnen, die Viecher hacken etwas aus. Was? Komm, wir machen das. Finden und holen Sie Nutztiere. Ich sollte nicht nach mehr fragen.
Wir haben alles, was wir uns je erhofft haben. Schicke Mütze, ist die neu? Oh, die Fischpastete riecht lecker. Also hier ist irgendein Nutzvieh abhanden gekommen. Aber wo zur Hölle soll das sein? Diesen Sonntag stelle ich die Frage aller Fragen. Wir lieben sie. Die Waffenruhe wurde beendet. Ah, Leute, wo ist das Nutzvieh? Also das Huhn ist es nicht. Ich werde halt hier hingebracht, also muss es ja eigentlich hier irgendwo sein. Oder zumindest in der Nähe. Halten Sie nach Nutztieren Ausschau, die in den Straßen Ihrer Stadt umherlaufen. Vermutlich in der Nähe der Bauernhäuser. Okay. Vom Stapel gelaufen. Dann würde ich sagen, gucken wir doch nochmal. Wir haben ja noch mehr Bauernhäuser. Also hier läuft natürlich Nutztier, aber es wird meist begleitet. Oh, die Fischpastete riecht lecker. Hey je. Also Wimmelbild ist ja nichts dagegen. Hier bewegt sich auch alles, das ist das Problem. Sie haben uns aus der Gosse. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind. Du willst heiraten? Nicht zu glauben. Ich finde kein Nutzvieh auf den Straßen. Zumindest keins, das unbegleitet ist. Lass uns doch mal wieder treffen. Wer mag das nicht? Das ist ein bisschen unfair, die Aufgabe, weil ich gar nichts sehe hier. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, unsere Schiffe sind scheinbar drüben. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Also hier sind überall Bauernhäuser, aber ich sehe... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Halt da ist es! Oh mein Gott. Wie eine dreibeinige Ziege. Was haben wir bekommen? Ein Mauersegler. Den kann man einem Zoo ausstellen. Den wir natürlich noch nicht haben. So, gehen wir mal zur neuen Welt und holen uns unsere Schiffchen. Flotte bereit. Und die stellen wir jetzt natürlich zur Verteidigung des Hafens auf. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Die Sachen, die hier rumschwammen, die sind inzwischen verloren. Treibgut bleibt leider nicht ewig liegen. Wäre natürlich schön, ist aber nicht so. So, Leute, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.